Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Innsbrucker Gemeinderates, der gesamten Stadtregierung, sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, Herr Vizebürgermeister, geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, meine Damen und Herren. Als Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Subventionen und Beteiligungen war und sind uns die Entwicklungen rund um ein wiederum besonderes Budget, nämlich das Budget 2021, wie in den vergangenen Jahren äußerst wichtig. Ich möchte herzlich einladen zu gemeinsamen, ehrlichen Betrachtungen und realitätsbezogenen Sichtweisen zu kommen, so wie auch bereits im Gemeinderat im Juni 2020 ausgeführt. Politisch wäre eine klar positive und zukunftsorientierte gemeinsame Position des Innsbrucker Gemeinderates ein hervorragendes Zeichen, weil das in der anhaltenden Situation für die Arbeitnehmerinnen, aber auch für die Unternehmerinnen, für die Menschen, welche konstant neue Lasten auf sich nehmen müssen, aktuell viel wichtiger wäre als so manch andere Problemstellung. Erstrangig wichtig wäre dies natürlich innerhalb unserer Regierungskoalition. An ein politisches Wunder der Einsicht, zur Gemeinsamkeit zu glauben, fällt mir gelegentlich schwer, mit oder ohne Corona-Krise. Unabhängig davon ist mir festzustellen wesentlich, die einfach nachvollziehbare Klarheit schafft immer die Wahrheit. Als ich mit den inhaltlichen Vorbereitungen zur Rede für dieses Jahr begann, kam mir beim Lesen meiner Ausführung der letzten Jahre der Gedanke, gehaltene Reden etwas angepasst erneut zu halten oder zumindest große inhaltliche Teile davon zu übernehmen. Nicht, weil es mir zu mühsam wäre, zu recherchieren, neue Ansätze zu finden, neue Texte zu schreiben. Nein, einfach deswegen, weil das Gesagte der vergangenen Jahre trotz veränderter Vorzeichen aus meiner Sicht nach wie vor voll inhaltlich zutrifft. Leistungen, auf die ich stolz bin und die auch einige anwesende Gemeinderätinnen hier in diesem Saal zu Recht gemeinsam stolz sein dürfen, sind wahre Schätze für unsere Stadt. Dazu will ich mit gebührendem Respekt festhalten. Viele der in der vergangenen und vorhergehenden Regierungsperiode geschaffenen Werte, teilweise aus vorangegangenen Regierungsperioden und Gemeinderatsperioden fortgesetzt und verantwortungsvoll getragen, sind zukunftsweisend und zum Wohle der Bevölkerung und werden noch für folgende Generationen wertvoll sein. Dazu muss man erst einmal die politische Kraft haben. Dazu muss man besonderen politischen Mut haben. Dazu muss man in die Zukunft blicken. Dazu brauchen politische Entscheidungsträgerinnen Vorstellungskraft, Fleiß und Visionen. Dazu braucht man vor allem Hirn und ganz viel Herz, sprich politische Leidenschaft. Ganz egal, was in manchen politischen Märchenrunden erzählt werden mag oder was inzwischen schon Jahre durchaus mit System, hartnäckig und konsequent, Gegenteiliges und auch belegbares Falsches verbreitet wird. Wir haben zur richtigen Zeit umfassend, umsichtig und richtig entschieden. Wir haben investiert, wo und vor allem, als es dringend notwendig war. Wiederhole, als es dringend notwendig war. Wir haben gemeinsam in diesem Gremium Eigentum und Werte geschaffen, die unserer Stadt und den Innsbruckerinnen und Innsbruckern nicht nur in Corona-Krisenzeiten mit all ihren traurigen und existenziell bedrohlichen Auswirkungen helfen werden.
Viele der umgesetzten Projekte und geschaffenen Werte werden noch weit in die Zukunft hinein sehr wertvoll für Innsbruck sein. Sie werden noch an meine Worte denken, sofern Sie es für sich zulassen können. 2020, so möchte man manchmal meinen, beginnt so etwas wie eine neue Zeitschreibung. Man hat Vergangenheit ab diesem Zeitpunkt rückwirkend festgesetzt, Corona und davor. Diese aufgebürdete neue Zeitrechnung wieder in einen akzeptablen Fluss zu bringen, wird für uns alle die große politische Herausforderung werden, die noch Jahre in Anspruch nehmen wird. Egal in welchem Lebensbereich, das wird überall notwendig sein. Wollen wir unsere Strukturen des Zusammenlebens grundsätzlich aufrechterhalten? Dazu ist aus unserer Sicht für die Stadt Innsbruck unter anderem wesentlich, dass wir das im Sommer 40 Millionen beschlossene Impulspaket im Interesse der Wirtschaft, der Arbeitsplätze und des sozialen Miteinanders für die Menschen in Innsbruck abgesichert haben. Die politische Kunst wird es werden, einen Weg des Handelns zu finden, dem diese nie gewünschte Zäsur so wenig wie möglich anhaben kann. So zu gestalten, um den tiefen und wahrscheinlich dauerhaften Einschnitt bestmöglich verarbeiten zu können. Gutes vorzuführen, Hilfe wo notwendig ermöglichen und rasch und unkompliziert umsetzen. Soziales, Arbeitsplätze, Wirtschaft sind für mich niemals Gegensätze, sondern etwas unverzichtbares Ganzes. Meine sehr geehrten Damen und Herren, man wird sich wahrscheinlich schon sehr zeitnah viel härter tun. Fehlende Leistungen, ständige Verbreiterung politischer Einseitigkeiten, ohne jegliche Verantwortung für irgendetwas zu übernehmen, marschschreierisch vor sich hertragen. Sich hinter vermeintlichen Schulden oder fehlenden Mitteln, natürlich verursacht durch die anderen oder noch beliebter die Vorgänger, zu verstecken, wird als das entlarvt werden, was es ist, schlicht und ergreifend unwahr. Herr Bürgermeister, ich darf besonders dich im Interesse eines tragbaren Koalitionsklimas bitten, in dieser Frage schon bald mit gutem Beispiel voranzugehen. Mir ist schon klar, dass man auch eine ganze Periode lang mit der gleichen Botschaft durchs Land, durch die Stadt, die Medien ziehen kann. Klar ist aber auch, die Dinge ändern sich oft schneller, als man denkt oder man sich das wünscht. Und wenn es für einen selbst vielleicht gar nicht so vorrangig erscheint, für die Menschen, aber ganz sicher im Gedächtnis der Zukunft, hinterlässt alles seine Spuren. Koste es, was es wolle, wir alle kennen diese Aussage, zumindest Österreich kennt sie. Koste es aber auch, was es sollte. Wer bezahlt, wann und wie die gesellschaftliche Rechnung? Stellen wir überhaupt die richtigen Fragen für diese besonderen Zeiten? Haben wir andere Perspektive und wenn ja, welche? Sind dazu meine die brennenden Fragen. Es wird wohl noch eine Zeit dauern, zufriedenstellende Antworten zu finden, aber noch besser wäre es wohl, sie vorher zu suchen. Ist, wird oder soll zukünftig alles besser werden, wie es war? Haben wir überhaupt die Zeit, die dringend notwendige gesellschaftliche Kraft zu großen Umbrüchen? Ein guter und möglicher Lösungsansatz für diese Fragen ist für mich gemeinsamer Steuerungswille. Politischer Wille, Gestaltungskraft, sehr wohl auch ausgedrückt in einem Budget. Keine Wunder, aber ein höchstmögliches Maß an Gerechtigkeit. Und eine neue Sensibilität, zu der ich Sie euch einladen, aber auch eindringlich auffordern darf. Geschätzte Kolleginnen des Innsbruck Gemeinderates,
Ich hat in den vergangenen Monat gewaltig an uns verloren. Oder anders gesagt, wir hat ganz außerordentlich gewonnen. Das will ich einfach als positives Statement der Chancen und Möglichkeiten in den Raum stellen. Danke an alle, die 2020 in diesem Sinne und somit in unser aller Interesse gehandelt haben. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an unsere Wirtschaftstreibenden, an unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben, in den Sozialeinrichtungen, den Unternehmen der Stadt Innsbruck und im Land Tirol. Danke auch an die Frauen und Männer, die erst durch ihren Beitrag zu jeder Form von Ergebnissen einer kommunalen Finanzgestaltung den wesentlichen Grundstein legen, das Fundament, auf dem wir aufbauen können. Wir sind gewählt, um notwendige Lebensgrundlagen zu gestalten, für die Menschen, die Familien, die Wirtschaft, um das Gemeinwohl zu bewältigen. Dazu gehören manchmal schnelle Lösungen mit vorhandenen Mitteln und gerechten Blick, genauso wie zukunftsorientiert und langfristig zu planen und umsichtige Entscheidungen einer zielstrebigen Umsetzung zuzuführen. Dazu gehört, dies mit jeder finanziellen Ausstattung zu tun, egal ob wenig oder viel da ist, einer Verpflichtung gerecht zu werden, auf die sich die Menschen zu Recht verlassen können, nämlich es bestmöglich zu tun. Denn Dinge entstehen immer erst, wenn man sie tut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Begriff "Wir sind nicht reich" habe ich mich in der jüngeren Vergangenheit öfter beschäftigt und erlauben Sie mir, dazu festzuhalten. Ist man nicht doch in gewissem Sinne reich, wenn man als Nettozahler Stadt Innsbruck 50 Millionen an das Land Tirol bezahlt? Das Land hatte 2019 bei einem 10-mal größeren Budget einen Überschuss von 50 Millionen Euro erzielt. Wir in Innsbruck 32 Millionen. Da darf man sich schon die Frage nach der Verhältnismäßigkeit vor Augen führen. Und hier könnte man natürlich auch was tun. Denn die ständigen Botschaften vom Ausgaben reduzieren bleiben ohne Umsetzungen verbale Luftschlösser. Ausgaben reduziert bedingt Handeln, nicht nur davon zu reden. Ich erlaube mir zu zitieren: Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern, der andere morgen. Dalai Lama. Das heißt, wer Ausgaben senken will, muss auch sagen, wie man Einnahmen lukrieren kann und nicht nur Steuern und Gebühren zu erhöhen. Da braucht es sehr klar mehr Kreativität, wie zum Beispiel die guten Kontakte zum Land zu nutzen, um die Nettozahlersumme drastisch zu reduzieren. Und wir brauchen dringend Management bei Hausverstand, bei Verantwortung. Gestatten Sie mir, den Rechnungsabschluss 2019 zu streifen. Wir sollten uns auch in der aktuellen herausfordernden Zeit nicht die guten Nachrichten des Rechnungsabschlusses 2019 durch schlechte, weil falsche oder nicht gerade ins Konzept passende Darstellungen verderben zu lassen. Es ist keinesfalls ehrlich, den sehr erfreulichen Überschuss des Jahres 2019 trotz eines prognostizierten Minus schlecht zu reden. Man kann bestimmte Dinge eine gewisse Zeit wiederholen und wiederholen, in der Hoffnung, sie dadurch durch dauerhaftes Empfinden zur Meinung werden zu lassen. Irgendwann allerdings holt die Realität jede Geschichte ein, sei sie noch so gut geschrieben oder auch erzählt. Geschichten entsprechen nicht der Wahrheit, sie sind nicht die Realität. Das sollten auch gute Märchenerzähler wissen. Liebe Kolleginnen im Innsbruck-Gemeinderat, wenn unser Herr Finanzdirektor kürzlich etwas verkürzt gemeint hat, die Situation wäre schlechter, wenn die Ertragsanteile nicht gut wären.
dann darf ich doch bitten, diese Formel auf ihren Hintergrund zu hinterfragen. Oder anders gesagt und mit Augenzwinkern, verzeihen Sie mir, Herr Finanzdirektor, das kommt mir so vor, als würde ich nach einem gelungenen Abendessen sagen, das Essen von gestern war wirklich ausgezeichnet. Aber wenn es versalzen gewesen wäre, dann hätte es nicht gut geschmeckt. Deshalb denke ich, lassen wir in Zukunft das fast schon institutionalisierte Schlechtreden einfach weg, nennen wir die Dinge, wie sie sind und wenn sie es sind, positiv. An dieser Stelle möchte ich gedanklich wieder einen Bogen zu neuen Vorgangsweisen spannen, neuen Ideen, neuen Ansätzen im Handeln und in der Sprache Raum geben. Denn im durch Worte ausgedrückten Inhalt stehen leider nicht selten Ideologien vor Handlungen. Seht mir bitte nach, wenn ich Positionen und Entscheidungen, auch solche der vergangenen Regierungsperiode, mit unseren damaligen Regierungspartnern, der Sozialistischen Partei, den Grünen und der Innsbrucker Volkspartei, auch heute nicht als grundlegend falsch oder an der Realität vorbei empfinden werde. Gemeinsam haben wir jeden Tag die aktuellen Herausforderungen angenommen. Denken wir nur beispielhaft an die Situation, als es darum ging, unsere menschliche Verantwortung für die durch Krieg vertriebenen Menschen im Rahmen unserer Kapazitäten in Innsbruck bestmöglich wahrzunehmen. Es gab und gibt viele wertvolle zu erledigende Aufgaben. Auch deshalb stehen wir nach wie vor überzeugt zu unserem gemeinsamen Arbeitsprogramm. Und es geht uns nicht um nie endende Rosinenklaubereien. Es geht heute wieder um die politische Bewältigung einer fordernden und nicht vorhersehbaren weltweiten Aufgabe. Es geht genau um die vorher erwähnten Werte und Handlungsfelder. Für eine gesunde Wirtschaft, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Innsbrucker Familien und besonders um den sozialen Frieden in unserer Landeshauptstadt und im ganzen Land Tirol. Dafür ist ein Budget, jedenfalls die Grundlage. Es ist der gefundene Wille, in Zahlen gegossen, eine sichtbare Konsequenz aus Notwendigkeiten, realistischen und visionären Zielsetzungen. Aber eben auch, wie Herr Bürgermeister sinngemäß erst kürzlich richtig erwähnt hat, die demokratisch getroffene Entscheidung ist gefundener politischer Wille. In diesem Sinne, lassen Sie uns gemeinsam für Innsbruck entscheiden. Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ende mit einem Zitat von Abraham Lincoln, dem 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich mag vielleicht langsam gehen, niemals jedoch gehe ich zurück. Ich bedanke mich.